Der DigiCorder HDS2 ist ein HDTV-tauglicher Satellitenreceiver mit eingebauter Festplatte. Die Kapazität gibt es entweder in 160 GB oder sogar 500 GB, wahlweise in Schwarz oder Silber. Eins haben beide gemeinsam, und zwar hochauflösendes Fernsehen. Er ist sogar ein Twin-Receiver, das heißt, Sie können zwei Programme parallel empfangen. Sie haben einen Receiver für das normale Fernsehen. Ein Receiver ist halt tauglich für HDTV, hochauflösendes Fernsehen. So wie mein Fußballspiel hier gerade in HD übertragen wird, heißt das ganz einfach, fünfmal höhere Auflösung als das normale Fernsehen, brillantere Farben, scharfe Konturen, ganz feine Details. Und das können Sie sogar noch aufnehmen, denn mit der integrierten Festplatte können Sie Fernsehprogramme speichern. Ganz simpel, ganz einfach über diese Fern-Info oder über eine Timer-Programmierung oder auch per Timeshift. Das heißt, Sie halten das Bild einfach an, der Receiver speichert dann alles Weitere, und wenn Sie wieder Lust und Laune haben, weiterzuschauen, kurz auf der mitgelieferten Fernbedienung Play drücken und schon geht es los. Sie empfangen natürlich nicht nur freie Satellitenprogramme, sondern auch verschlüsselte. Und jetzt gucken wir uns mal die ganzen Anschlüsse an und die Vielfalt bei der Programmvielfalt. Und zwar auf der Vorderseite ganz schön zu sehen, in Silber alles. Ich klappe die einfach mal auf. Wir haben hier zwei Common Interfaces, das heißt zwei Erweiterungen für kommende Dekodierungsverfahren. Zwei Smart Card Leser sind auch schon mit eingebaut. Eine Karte von Technisat ist schon mit dabei. Dann haben wir noch zusätzlich einen USB-Anschluss. Dort können Sie Speichersticks, Digitalkameras, MP3-Players anschließen. Denn der DigiCorder HDS2 kann diese Sachen auch auf der eingebauten Festplatte speichern. Ob das die Musik ist mit den ganzen Ordnern der verschiedenen Alben oder Ihre Urlaubsfotos sind. Denn durch HDMI, durch diese Digitalität, können wir natürlich dann diese Bilder gestochen scharf wiedergeben. Auf der Rückseite haben wir natürlich jede Menge Komfortanschlüsse für das beste Bild und für den besten Ton. Das fängt auf der Seite ganz klar einfach erstmal mit dem Stromanschluss an. Das Netzkabel gehört natürlich mit zum Lieferumfang. Dann verfügt der DigiCorder HDS2 über eine sogenannte Ethernet-Schnittstelle. Das heißt, Sie verbinden das Gerät mit Ihrem Netzwerk zu Hause, mit Ihrem Notebook, mit Ihrem Computer, können die Aufnahmen einfach mit der MediaPort-Software, die es kostenlos auf der Internetseite von Technisat gibt, auf Ihrem PC übertragen, als DVD speichern zum Beispiel, als DVD brennen. Ganz einfache Sache. Dann haben wir natürlich für Bild und Ton zwei wichtige digitale Ausgangsmöglichkeiten. Für das Bild ist es hier der flache HDMI. Das ist der Nachfolger des SCART-Kabels, das heißt, Bild und Ton werden jetzt digital übertragen zu Ihrem HD-Vision oder zu Ihrem Flachbildfernseher, der natürlich auch HD-ready sein sollte. Für den Ton haben wir auch gesorgt, es gibt einen koaxialen und einen optischen Ausgang, das sind diese beiden hier. Dort können Sie ein Heimkinosystem anschließen und den Ton komplett digital genießen, das heißt ausgeben auf mehrere Boxen in Ihrem Wohnzimmer. Daneben haben wir dann nochmal Anschlüsse oder auch besser gesagt Ausgänge nochmal in analoge Art über Cinch, Gelb, Weiß und Rot. Dann nochmal ein Dreikomponentenausgang. Das ist ein Serviceanschluss. Dann ganz, ganz wichtig natürlich, zwei SCART-Anschlüsse sind auch mit dabei. Ein SCART-Anschluss ist ein Ausgang, zum Beispiel zum Fernseher. An dem anderen SCART-Anschluss schließen Sie Ihren Videorekorder an, eine Spielekonsole vielleicht, einen DVD-Player, was Sie gerne möchten. Und zu guter Letzt der Twin-Receiver. Denn der DigiCorder HDS2 ist HDTV-tauglich. Deswegen schließen wir hier den Empfang für digitales, hochauflösendes Fernsehen an. Und Sie können da nochmal ein zweites Satellitenkabel anschließen, um ein zweites Programm parallel zu sehen oder aufzuzeichnen. Das heißt, Sie können zwei Standardprogramme empfangen oder ein Standardprogramm und ein hochauflösendes Programm. All das vereint der DigiCorder HDS2. Natürlich mit der Qualität von Technisat, natürlich auch ausgezeichnet von der Fachpresse, denn der DigiCorder HDS2 ist zum Beispiel bei der Video Anfang 2008 Testsieger gewesen. Das heißt, Qualität und Leistung sind einfach da. Das ist Technisat, so kennen wir Technisat seit über 20 Jahren. Vom Komfort her, automatische Installierung, Updates der Programmplätze natürlich auch, automatische Software-Updates plus die schöne Sie-Fern-Info. Und aus der Sie-Fern-Info können wir dann gleich mit der roten Taste direkt eine Festplattenaufnahme starten, wenn wir möchten. Wir können den Timer ganz simpel programmieren. Und wenn wir die Festplatte schon ansprechen, ein Tastendruck auf die grüne Taste Ihrer Fernbedienung zeigt Ihnen dann das, was auf Ihrer Festplatte aufgenommen ist. Ob das jetzt hier zum Beispiel das ARD-Mittagsmagazin ist oder eine Serie oder eine Dokumentation oder natürlich auch das Fußballspiel, was Sie vielleicht nicht live verfolgen können.
Der Digicorder HDS2, Ihr HDTV-tauglicher Satellitenreceiver mit der Möglichkeit, entweder 160 oder 500 GB an Festplattenkapazität zu erhalten, um alles aufzuzeichnen, um Fotos und natürlich auch Musik zu speichern. In der bewährten Qualität mit maximal 3 Jahren Garantie aus dem Hause Technisat.